Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Heute wieder mit dem Multiplayer-Modus und wie ich ja versprochen hatte, in der letzten Folge hatten wir den Sternjäger-Angriff mal probiert und in dieser Folge wollen wir auf jeden Fall mal galaktischer Angriff probieren. 40-Spieler-Modus, das probieren wir auf jeden Fall mal aus. So, okay. Können wir uns eine Karte aussuchen oder werden wir da random irgendwo reingeschoben? Wahrscheinlich random. Kamino. Klonanlage. Die Separatisten haben einen Angriff auf die Klonanlage auf Kamino gestartet, um die Produktion endgültig stillzulegen. Okay. Wie gesagt, Leute, ich kenne mich hier null aus mit Multiplayer. Ich weiß nicht, was ich nehmen muss, was gut ist, was schlecht ist, was für Waffen gut sind. Ich kenne mich hier nicht aus. Also seht es mir ein bisschen nach, wenn ich jetzt komplett noobig bin wahrscheinlich und wahrscheinlich keine Kills schaffe oder so, aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Dann wir auf jeden Fall schauen, wie man die Helden freischalten kann. Ich glaube, irgendwie mit Kampfpunkte oder so. Da schauen wir doch jetzt gleich mal. Startet als Angriff. Wo steht denn da? 8000. Ja, wo stehen meine Punkte? Oder kann man die nur im Spiel freischalten? Ich habe gedacht, die kann man irgendwie kaufen oder so. Schreibt es mal in die Kommentare, wie das genau funktioniert, weil ich habe keinen Plan. So, Gruppe voll, okay. Wow, hier sind aber ganz schön viele drin. Achtung, Klone. Hier Kommandant Heck, CC. So, wir spielen auf jeden Fall mal in der Ego-Ansicht. Weil das sieht komisch aus. Aber okay. Von euch kampfbereit. Wir haben die erste Separatistenwelle besiegt, aber es kommt mehr. Sie wollen die Klonproduktion stoppen, uns auslöschen. Wohin, Wurfmädch? Geht in Stellung und lasst die Hacker auf keinen Fall ins Archiv vorstoßen. Los! Granate! Ich weiß auch einfach mal eine. Ich hoffe, hier ist Teamkill aus. Bin eher ein bisschen abwartend immer. Oh. Rotzen, rotzen, Leute. Guck mal, hab ich irgendwo einen gesehen. Wow. Ein bisschen warten hier. Können wir dann Granate reinwerfen? Eine Granate? Waffe, Granate! Wow. Oh, wo denn? Wo? Sie hacken das an. Die haben schon voll die Karten alle. Schwer, was hat. Warte mal, wir können doch hier Waffe wechseln, oder wie? Ja, zwei. Okay, die sind alle noch. Sind alle nicht freigeschaltet, okay. Dann machen wir weiter, ey. Gemeinsam sind wir stark. Okay, ein Offizier ist auch dabei. Boah, schaut das geil aus. Hackprogramm übernimmt Kontrolle. Bin ich überhaupt? Okay. Mitte noch. Verdammt! Das Archiv ist verloren. So funktioniert es nicht. Wir müssen uns in die Anlage zurückziehen. Zurückziehen? Ja, wohin denn? Der Feind hält nicht an. Aber er soll sich jeden Schritt mühsam erkämpfen. Alle Truppen, verteidigt die Landeplätze so lange wie möglich. Geh mal hier runter. Alter! Naja, die haben natürlich schon voll die Star-Cards anscheinend. Also haben schon ein bisschen
Specialist ist eher ein Sniper, glaube ich. Wollen wir den mal nehmen, den Schwere? Bleib zusammen! Was hat der denn für eine Wumme hier? Okay, gibt es anscheinend eine Art Schild oder so. Ich kenne mich hier auf der Karte auch null aus, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wir rotzen hier. Östlicher Landeplatz wird angegriffen. Boah, was ist das? Was ist das? Der östliche Landeplatz entgleitet uns. Bitte? Wie bitte? Granate geworfen! Wir haben ja noch mitgenommen hier. Na, da hinten, okay, da hinten stehen gleich zwei Leute. Wir probieren trotzdem den nochmal. Ich glaube, das bringt schon viel, wenn man einfach die Karte auch kennt. Also bei Battlefield damals genauso gewesen. Wenn du die Karte auswendig kannst, hast du schon 50%. Oh, hier ist ein Lichtschwert gewesen, ne? Wenn wir mal die an... die spielen? Die Ansicht? Hier sind wir ein Sniper. Die hat ein Lichtschwert, oder? Klappergestelle am westlichen Landeplatz. Granate auf dem Weg. Trotzdem. Okay, nehmen wir den hier. Da bin ich wieder. Weiter geht's. Weil ich bin so schlecht. Aber egal. Was der Fun macht's. Ja, die Druiden sind auch nicht schlecht, muss ich sagen. Du und ich. Warum können die fliegen, Mensch? Ich will auch fliegen. Rutsch mal eine Granate rein. Oh, ich muss die andere Ansicht spielen, Leute. Das hilft nicht. Ich werde euch die dunkle Seite zeigen. Schlecht. Feindlicher Anführer im Einsatz. Was hast du? Ich werde immer überleben.
auf den westlichen Landeplatz. Wir müssen besser werden. Verstärkung ist unterwegs, aber sie ist nicht rechtzeitig da, wenn wir nicht durchhalten. Mei. Zug in die Anlage. Los! Bezieht in der Kaserne und im Hangar Stellung. Und schützt wie beim letzten Mal die Bereiche. Und das jetzt hier, kann ich den nehmen oder was? 2000, ich kann den Flieger nehmen. Jet Trooper. Ah, da warten wir lieber mal. Ich weiß nicht, behalte ich die Punkte dann oder behalte ich sie nicht? Ich weiß es nicht. Ich renne einfach mal den hinterher, der sieht aus, als wenn er sich auskennen würde. Will ich, kenne mich nicht aus. Okay, da ist ein Held. Hangar unter Beschuss. Alter, wo denn? Verstärkung verfügbar. Wie Verstärkung? Fähigkeiten einsetzen? Was? Achso. Bleib zusammen! Sie rücken zum Hangar vor! Wohin denn? Ich kenne mich nicht aus, Mensch. Ich kenne mich doch nicht aus. Alles klar. Sie wollen den Hangar. Lassen Sie einen hohen Preis dafür bezahlen. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal den, der scheißegal ist. Arschlecki. Jemand trifft ein. Möglicherweise ein feindlicher Anführer. Rückzug vom Hangar. Sie sind so gut verschanzt. Was jetzt? Hallo? Der Controller wieder gesponnen. Der spinnt letzte Zeit immer. Ab und zu verliert er die Verbindung. Der Feind zieht sich zurück. Endlich! Belohnung abholen? An der Übung teilnehmen? Ja, mach mal. Hol dir eine Belohnung in Karriere. Okay. Nein, ab. Nein, ich habe abgebrochen. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen aber trotzdem noch mal eine Runde. Und dann schauen wir mal. So, okay. Spielen Multiplayer. Galaktischer Angriff. Ja.
Yavin 4. Der große Tempel. Das Imperium leckt nach der Schlacht um Yavin seine Wunden und attackiert die Rebellenbasis im großen Tempel, um Daten sicherzustellen, die die Macht der Flotte der Allianz schmälern könnten. Alles klar. Oh, Ladezeiten sind schon nicht wenig. Aber okay. So, wir spielen wieder Angriff. Karte haben wir noch nicht. Ich glaube, also, wenn die Karten über die blöden Blutboxen da freischalten. Okay, was haben wir jetzt? Sabotieren. Was ist das? Okay, gehen wir hier. Diese Entdeckung. Teamkill gemacht. Vorsicht vor Splittern! Die Rebellen dürfen den östlichen Turbolaser nicht erreichen! Die Sprengsätze müssen geschützt werden. Da oben oder was? So scheiße. Wie lautet der Plan? Rotzen! Östlicher Turbolaser zerstört! Neutralisiert die beiden Verbliebenen! Ich glaube, ich kann aber keinen Teamkill machen, oder? Wir müssen jetzt aufpassen, nicht, dass sie wieder durchs Fenster guckt. Vielleicht irgendwie durch. Der Penner, der ist irgendwo. Turbolaser im Hof zerstört. Noch ein Ziel. Ey!
Heißt die Zahl dahinter überhaupt? Ich habe keinen Plan. Mir steht auf jeden Fall 0 da. Also bin ich eine 0. Auf jeden Fall mal mit euch rüber. Die dunkle Seite ist weg. Stirb, du Vieh! Alter Schwede! Sprengsätze am westlichen Turbolaser platziert! Mach mal, Digga! Mach! Macht euch bereit für einen Gegenangriff! Komm, wir kaufen den. Wahrscheinlich wird's eh nicht mehr reichen. Oh, es wird knapp, es wird knapp. Ich kann ihn nicht mehr hernehmen. Ausfall des westlichen Turbolasers in Kürze. Verlängerung? Okay. Die Turbolaser sind zerstört. Rebellentruppen ins Visier nehmen und bereit machen zum Vorrücken. Die äußere Verteidigung ist gefallen. Mal, geh doch mal weg hier. So, die Rebellen aus dem Wald vertreiben. Nein, der regt mir auf hier. Glück gemacht, hier kommst du nicht durch. Muss ich so lang gehen. Versuchen es einzunehmen. Okay. Da hinten war das. Geil. Sichern jetzt das Lager. So, dann schauen wir doch mal. Ob wir das Lager zu sichern können hier.
Niederlage? Ne? Die Rebellen haben alles Brauchbare gelöscht. Die Operation ist beendet und die Flotte übernimmt jetzt. Okay, Leute, damit würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der Folge. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem nächsten Multiplayer. Mal schauen, vielleicht machen wir auch wieder Raumkampf oder so. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Andi.